Also ich suche die Extremstellen von dieser Funktion und zwar in Abhängigkeit von dem Parameter a ableiten. Ableiten, Ableitung 0 setzen, immer bei Extremstellen. So, x hoch 4 gibt 4, x hoch 3 plus 2ax. Und das muss ich jetzt 0 setzen, ist gleich 0. Also 4x hoch 3 plus 2ax gleich 0. Ich habe so ein blödes hoch 3, aber ich kann hier nichts ausklammern. X mal 4x² plus 2a gleich 0. Jetzt habe ich hier ein Produkt, ja, mal Produkt ist 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Also x1 gleich 0 ist schon mal eine Lösung und hier mache ich so eine Nebenrechnung. 4x² plus 2a gleich 0 dividiert durch 2. 2x² a gleich rüber gleich minus a. X² gleich minus a halbe und dann die Wurzel. Und dann bekomme ich x, das sind die Lösungen 2, 3, gleich plus minus Wurzel aus minus a halbe. So, da denkt man zuerst, also hier habe ich mal eine schon dieser Extremstellen, hier hätte ich nochmal zwei. Man denkt, negativ unter der Wurzel kann nicht sein, aber kann doch sein, wenn nämlich a kleiner 0 ist. Dann gibt es wirklich, also dann habe ich eben x1 gleich 0, x2 gleich Wurzel aus minus a halbe und x3 gleich Wurzel aus plus a halbe. Und wie schaut es aus? Ich habe eine hoch 4 Funktion mit nach oben geöffnet, weil hier ein Plus ist, und drei Extremer und das ist üblicherweise so ein W. Und ich habe bei 0 auch die Nullstelle, deswegen kann man in GeoGebra sich zeichnen lassen. Also hier ist Maximum und hier ist Minimum, Min, Max, Min, genau. Für a gleich 0, ja, da ist es einfach nur f von x gleich x hoch 4. F von x gleich x hoch 4. Dieses Ding schaut einfach so aus, wie das heute auch schaut. Das ist nämlich hier so ungefähr. Da ist ja Wurzel 0 ist 0, das heißt, kommt ständig 0 raus. Und a größer 0, so, a größer 0, dann habe ich das Problem, dass unter der Wurzel darf nichts Negatives sein und deswegen habe ich nur ein Extremum, ja, ein Extremum bei x gleich 0. Das ist ein bisschen steiler als hier. So, so und so und dann fast so ein bisschen wie eine Parabel schaut es dann aus. Genau, das ist hier immer, also Minimum und Minimum. Genau, was also jeder hinkriegen sollte, ich habe eine Funktion und ich leite sie ab und ich setze die Ableitung gleich 0. Und dann bekomme ich irgendwelche Lösungen. Ja? Und dann muss ich nachdenken, was hat dieses A ja, mit den Lösungen zu tun? Da kann man sich schon mal vertun, aber so die Grundstruktur, die sollte nicht da sein.